Ein von der Regierung in Auftrag gegebener Bericht über Rassismus in Großbritannien hat bei Aktivisten eine skeptische Reaktion hervorgerufen. Der Tenor, Rassismus sei im Land nicht systematisch, Geografie, familiärer Einfluss, sozioökonomischer Hintergrund, Kultur und Religion hätten größeren Einfluss auf die Lebenschancen. Der Premierminister. Eine sehr interessante Arbeit, wissen Sie. Ich sage nicht, dass die Regierung mit absolut allem einverstanden ist, aber sie enthält einige originelle und anregende Ansätze, die die Leute meiner Meinung nach lesen und bedenken sollten. Unsere Gesellschaft ist im Zusammenhang mit Rassismus mit sehr ernsten Problemen konfrontiert, die wir angehen müssen. Ein ehemaliger Generalstaatsanwalt in Nordwestengland. Der Bericht ist sehr selektiv, was die ausgewählten Daten angeht, aber wie sind die Fakten zum Beispiel in der Justiz? Wenn Sie schwarz sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie gestoppt und durchsucht werden, 19 Mal höher als bei anderen. Sie gehen schneller in den Knast, werden wahrscheinlicher angeklagt und verurteilt. Bei denselben Beweisen gehen eher Sie ins Gefängnis als eine britische weiße Person. Der Bericht war letztes Jahr nach einer Flut von Antirassismus-Protesten in Auftrag gegeben worden, inspiriert von der Black Lives Matter-Bewegung in den USA.